Wir sind aus Großbederwitz am 28. April, nein, pardon, März, am Karfreitag aus Peterwitz geflüchtet. Ein Teil der Familie, die Kinder sind mit einem, wir Kinder, sind auf einem Truck, auf einem Anhänger nach Schönberg gebracht worden in der Tschechei. Die Eltern sind mit einem Pferdewagen uns nachgefahren am selben Tag. Wir waren natürlich früher in Schönberg als die Eltern und wurden dann in einem Dorf im Kreise Schönberg untergebracht und kamen am Samstag vor Pfingsten kamen wir nach Peterwitz zurück. Es waren ziemlich viel Peterwitzer, also das war der letzte Tag, als man noch flüchten konnte. Am 31. waren die Russen doch in Peterwitz gewesen. Wir waren der Meinung, dass es nicht nötig sein wird. Also die Russen gehen da irgendwo auf eine oder andere Seite und wir bleiben verschont. Aber dann hat man doch fast gezwungen, Peterwitz zu verlassen, obwohl zugegeben einige Familien in Peterwitz geblieben sind. Und die haben auch den Durchgang der Front in Peterwitz erlebt, also als die Russen am 31. März nach Peterwitz kamen. Als wir dann nach Peterwitz kamen, war natürlich alles schrecklich ausgesehen, Unordnung, Unordnung. Zum Beispiel in unserem Wohnhaus, auf den Straßen lagen tote Kühe, Schweine, von Hühnern und anderen Sachen nichts zu sehen. Das Wohnhaus selbst mit verschiedenem Dreck, vor allen Dingen Federn. Die Federbetten wurden nämlich von den Russen aufgeschnitten, weil sie den roten Stoff für ihre Banner brauchten. Und ein Teil des Dorfs war schon mit verschiedenen Aufschriften, russischen Aufschriften aus diesem Stoff eben gemacht, beschüttet. Deswegen, also man macht sich nicht die Mühe, die Federn irgendwo draußen auszuschütten, sondern das tat man in der Wohnung. Aber im Kuhstall zum Beispiel war blitzsauber Stroh ausgeschüttet. Und das, also wir nehmen an, dass die russischen Soldaten dort wohl geschlafen haben. Nicht in der Wohnung, nicht im Wohnhaus, sondern im Stall. Es sind einige Familien in Peterwitz geblieben. Meines Ermessens so, also nicht mehr wie 15 Familien, darunter auch der Pfarrer. Die haben sich vor allen Dingen haben sie sich in den Kellern und wo man nur konnte, haben sich versteckt, um den Russen aus dem Wege zu gehen. Aber dann mussten sie doch raus. Und sie wurden eigentlich nicht besonders belästigt. Die Frauen, vor allem die jüngeren Frauen, haben sich natürlich nicht gezeigt oder haben ihre Gesichter mit Ruß oder irgendetwas, um nicht jung auszusehen, denn Mädchen waren doch, also Frauen waren doch gefragt. Meine Großmutter, die in unserem Haus geblieben ist, Jahrgang 1864, das war 45, können Sie sich nachrechnen. Die ist zu Hause geblieben, sie wollte nicht weg und sogar diese alte Frau wurde vergewaltigt. Eine 81-jährige Frau. Also ungefähr, also über 80, 83 wohl, denn wir haben 42 hat die Großmutter ihren 80. Geburtstag gefeiert, also war sie 83 Jahre alt. Also mir hat das nicht erzählt, sondern ich habe das dann von den Eltern erfahren, dass auch die Oma Später erlebt wurde. dann. Aber Ja, als wir kamen, waren noch Russen im Ort und unweit von uns.
im Haus des Ziegeleibesitzers, ein zweistöckiges Haus, das haben sie sich ausgesucht und dort war die russische Kommandantur. Und also etwa 100 Meter von unserem Gehöft. Und 100 Meter in der entgegengesetzten Richtung, auch ein großes Haus, hat das NKWD ihren Sitz gehabt. Es gab diesen Volksempfänger, der in Deutschland gegen 36 rausgebracht wurde, den sich jede Familie leisten sollte und konnte. Und dieser Radioapparat ist bei uns. Den haben wir also irgendwo am Boden abgestellt und der ist erhalten geblieben. Und als dann schon Strom war, denn vorher gab es keinen, konnten wir dann auch schon etwas Radio hören. Aus Wien zum Beispiel. Denn der andere, also das, infolgedessen haben wir einiges schon gewusst. Also es wurde gesagt, dass bis zur Oder alles polnisch werden sollte. Aber das geht uns nichts an, weil wir in Pedewitz doch auf der linken Oder-Seite sind. Aber dann zeigt sich, dass nicht nur die Oder, aber auch die Lausitzer Neiße-Grenze wurde, sein sollte und wurde. Da waren doch erst die Bestimmungen in Potsdam, waren doch erst später. Also zu Anfang wusste man gar nichts darüber. Dann sind auch schon wieder verschiedene Petersen zurückgekommen und dann fing die Besiedlung durch Polen, kann man sagen, in Anführungsstrichen Besiedlung, wurde dann planmäßig durchgeführt oder fast planmäßig. Ihr seid Deutsche, weg, wir kommen, ihr könnt ins Nebenhaus, könnt ihr wohnen, das Wohnhaus nehmen wir ein, ihr habt hier nichts zu sagen, wir sind jetzt die Herren. Aber in der Zeit, also nach einigen Wochen, hat sich das dann doch irgendwie geregelt, dass die Polen, die in solchen Höfen waren, wo die Leute da waren und sich auch mit den Polen verständigen konnten. Denn in Peterez wurde nicht polnisch, nur eine Nebenbemerkung, da ist ein Fluss am Dorf. Das Dorf selbst wurde, die Dorfbevölkerung sprach außer den Deutschen auch nur eine andere Sprache. Auf der linken Seite dieses Flusses sprachen sie Polnisch und auf der rechten, also in Pedewitz, sprachen wir Mährisch. Also es war, in einer Art hat man sich, das Eigentum nicht zu verlieren, hat man sich doch entschlossen, also wenn wir hier bleiben wollen, dann müssen wir die polnische Staatsangehörigkeit annehmen. Da hat man sie angenommen. Hat die Staatsangehörige angenommen und hat den Namen auch verändert? Verändern müssen? In den 40er Jahren, schon 47, 48, wurde dann vom Präsidenten, der also vom Vojvoden für Katowice, aber das war für alle Deutsche auch, mussten die deutsch klingenden Namen geändert werden. Zum Beispiel, der Großvater heißt Steuer mit auf EU geschrieben, aber ihr Vater mit OJ. Ja. Also das war, es gibt doch kein polnisches Wort Steuer so geschrieben wie ihr Geburtsname. Mhm. Aber das hat man so abgeändert. Mhm. Der Name Nevella ist also als nicht deutsch angesehen worden, den hat man nicht geändert. Einige Familien, also es gab da einige Personen, die denselben Namen trugen wie wir, die sich aber mit V schrieben. Den hat man die Schreibweise mit W eingeführt. Natürlich die Vornamen, zum Beispiel mein Paul, wurde natürlich gleich auch auf Polnisch abgeändert. Paweł ist kein
Günther und so weiter, also deutsch klingende Namen wurden umgeändert. Das wurde von den Behörden durchgeführt. Es wurde niemand gefragt, ob sie wollen Ach oder so, nicht wollen. ja. Jetzt haben sie, hat man dann den Personalausweis angefordert hat, da musste man, viele haben erst dann, man musste eine Geburtsurkunde vorlegen. Und in deutschen Geburtsbüchern gab es da Informationen, aufgrund dessen und dessen ist der Name von auf so und so umgeändert worden und der Vorname von Paul auf Pavel zum Beispiel. Und viele haben erst, als sie dann die Geburtsurkunde bekommen haben, sehen sie, dass ich nicht mehr Steuer heiße mit EU, sondern Steuer mit OJ.